Wir gucken uns heute mal wieder die besten Facts vom FIFA-YouTubern an und ich sag euch ehrlich, jedes Mal, wenn wir das machen, fühle ich mich einfach wie Thaddäus, wenn er aus dem Fenster guckt und sieht, wie SpongeBob und Patrick Spaß haben. Alle ziehen geile Sachen, Icons und sowas. Sowas würde ich auch gerne mal bei mir sehen. Es war bisher noch nicht der Fall, aber egal, wir gönnen und wir gucken zu, wie die anderen Spaß haben mit ihren Packs. Halt's Maul! Mit Icon. Ja, nehm ich! Larsen! Nehm ich, Bruder! Wo kommst du her? Dein Sohn spielt bei uns und er spielt nie, weil unser Trainer kacke ist. Aber ich fühl dich! Ich fühl dich! Du bist der Beste! Sag deinem Sohn, er soll Verein wechseln, ganz schnell! Aber ganz schnell weg von Schalke. Ui, dieses Feeling, wenn da eine Icon kommt. Ich hatte auch noch kein Hero, dieses FIFA. Digga, was ist denn los mit meinem Account? Also, es ist gottlos. Und geile Moves, Digga. Geile Moves. Geile Moves. Let's go. Hey, guck mal, wie er tanzt. Guck mal, wie er tanzt. Wow, mach den Schnorchel. Wow, den mach ich auch. Mach auch den Schnorchel. Ganz kranke Moves hier. Ganz kranke Moves. Halt's mal. Was? 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 90 plus Icon. Das ist Schmeichel, ne? Icon vor euch zieht, entweder die teuerste Icons bis dahin, die ihr bis dahin gezogen habt. Und der müsste 90 haben. Oder dann die erste danach. Halt's mal! Was? 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 Ja! Oh mein Gott! Und ich hab die Wette gewonnen! Oh mein Gott! Digga! Was? 3 und 12! Digga! Ich hab die Wette gewonnen! Was? Ein unverschämtes Lack. Das war das Video, wo im Titel stand. Weltrekord 2 Icons in 3 Minuten oder so, ne? Ich hatte die Icons noch nicht gesehen, die er gezogen hat. 90 plus war sogar auch dabei. Ganz krank. Let's go! Schmeichel! Let's go! Bruch bei Cheesy! Bruch bei Cheesy! Let's go! Digga, was geht ab? Was geht ab? Beste 50k Packs ever! Digga, was? Was passiert? Was passiert? Bruder! Das ist echt nicht normal. Oh! Hey, ich streame jetzt immer um 3 Uhr nachts. Das ist ja ein Cheatcode. Das ist ja ein Cheatcode. Sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Bro! Was? Vielleicht sind ja die Packs nachts besser. Auch mal testen einfach. Ihr habt nichts zu verlieren. Was ist passiert? Ich habe 2 Icons in 2 Minuten gezogen. Hey, ich schwöre, das ist ein Rekord. Das ist ein Rekord. Ich glaube, das ist echt ein Rekord. Bruder, können wir... Also, mal jetzt im Ernst. Shareplay. Ich möchte jetzt den genauen... Bruder, ich sag ehrlich, das ist ein Weltrekord. Gab's schon mal eine Back-to-Back-Icon? Ja, gut, bestimmt, aber... Digga, was geht denn jetzt ab? Hier, Larsson. Das war ein Back-to-Back, oder? Larsson kam bei 9 Minuten 40. Digga, ich hab zwei Icons in unter 4 Minuten gezogen. Oh. Letzte Pack aus dem Weekend League Rewards. 125. Das ist schon wild, ey. Mullwinkel, Holy hat zugeschlagen. Okay, Elter, wer ist es? ZDM! Philips! Bro! Meine Weekend League Rewards waren ja anders geil. Scheißt auf 16-4, scheißt auf 20-0. 11 Siege reicht vollkommen. Ist halt ehrlich so. Ich hab Freitag gedacht, yo, ich hab Sonntag keine Zeit. Ich mach heute einfach alle 20 Spiele, hol mir meine 11 Siege. Das passt. Was ziehen wir? Wir ziehen Cancelo in Rot. Wir ziehen Rule Breaker. Wait, what? Cancelo in Rot hat der auch noch? Dann hat der ja in Rule Breaker noch 2 weitere Walkouts in diesem Pack. Ich sage euch ehrlich, 11 Wins ist die Gang. Also eigentlich muss man auf 11 Wins gehen, sobald es sich andeutet, dass man mehr holt, Abbruch, das ist ein Bait von Yay. 3 Walkouts in dem Pack, Philips. Auch wieder 100k plus. Komm, ein roter Knockout, Digga. Läuft, Digga. Yay. Was ist die Casey hier? Wen gibt's da? Ich weiß es nicht, wer ist das? Cancelo! Zweimal! Ich hab schon den goldenen! Oh mein Gott! Der Beste! Ja, ihr wisst die Freude, richtig aus dem Inneren. Weil jetzt spielt er dies ja nur Road to Glory, glaube ich, ne? Da sowas zu ziehen, das macht schon richtig Spaß. Der Beste! Das ist der Beste! What the fuck? Der Fanclub-Account hat mir zugeschlagen! What is going on? Digga, what the fuck? Ist das der Beste, Chat? Ich glaube, das ist der Beste, mit Abstand. Im letzten Video war schon drin, wie er zweimal Cristiano Ronaldo irgendwie nacheinander gezogen hat, ne? Casey, das ist frech. Boah, geil, Weekly League spielen, ich hab schon den Besten. Scheiß auf Weekly League. Ich spiel halt mit so einem Schrottteam, Alter. Ich bin mir egal, ob ich 9 Siege nur hole. Ich hab eh den Besten. Ach du Scheiße. Ah, läuft, ehrlich, läuft. Der müsste mich verarschen, der ist nur 170k wert, Digga. Ich dachte, man hätte echt gedacht, der ist mehr wert, weil der Goldene ja schon 120k oder so gekostet hat, ne? Inform eigentlich denkt man mindestens das Doppelte, aber ist trotzdem gut. Mehr wert. Hä, das ist nur 170k. Er ist einfach enttäuscht auf einmal, hä? Das ist so günstig. Er dachte, der ist eine Million wert, oder?
Ich dachte, wäre 500k wert, ey. Einer haut auf Kacke. Und jetzt Vorschau-Pack, auf einmal kommt wieder ein Walkout. Let's go. Oh nein! 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 Ah! Was? Icon im Vorschau-Pack! Ey, ich dachte, diese Leute, die Icons im Vorschau-Pack ziehen, sind ein Gerücht. Dass es zwar diese Videos auf YouTube gibt, aber die sind halt immer ohne Cam, dass die ey das Gerücht nur streuen will, dass es geht. Aber hier sieht man, es geht wirklich. Halt's Maul! Was? Nein! Hä? Was? Hä? Im Vorschau-Pack! Das ist ich so krass. Ich mein Gott, im Vorschau-Pack? Digga, ich fass es nicht. Ich muss jetzt noch zum Tischler werden in der Nacht. Ey, ich ziehe eine Icon im Vorschau-Pack. Arschbombe! 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 Guck mal, wie das aussieht, bitte! Das sieht so komisch aus. Das sieht echt geil aus. Ey, das ist Flex. Das aus? Das ist Flex. Das beste Vorschau-Pack, was ich jemals hatte. Ey, was ist der Wert, Digga? Was ist der Wert? Sei wenigstens ein bisschen was wert. 330k, immerhin. Das Ding ist halt, am Anfang von der FIFA sind alle Icons gut was wert. Egal, ob die lasch sind oder nicht, das ist halt das mega geile. Jeder Icon zu ziehen ist fresh. Alles plötzlich. Und es ist, come on! Come on! Das ist jetzt nochmal ganz next level. What the fuck? So! My God! Bates, finally, my head is gone. So Dinge, die mich so gar nicht interessieren. Sogar im eigenen Bateson-Trikot hat der gezogen. Hero, oh, Hero! Ey, meine erste Hero! Jeez. Das ist meine erste Hero! Was ist 7-5er? Hä, krass, dass er auch noch keine bisher gezogen hat. Ah, ne? Bei den ganzen Packs. Erzähl aber nicht für unsere Wette hier, ja? Aber ah. Junge, ich. Dadurch, dass ich hab noch nie eine Hero-Animation gesehen, ich wusste gar nicht, was Icon war. Mascherano jetzt was Icon. Ich dachte, for real, ich dachte kurz, Rulebreaker-Animation hat Upgrade gekriegt. Ey, geil! Ich muss sagen, ich war ganz kurz auf dem Schlauch, aber... Ich glaube, der kostet halt gar nichts, ne? Muss man mal ehrlich sagen. Fällt alle den Meter, ne, oder? Ich glaube, er kostet gar nichts. Lass mich mal ganz kurz nachgucken, falls die das nicht machen. Ich meine, es ist trotzdem geil, einen Hero zu ziehen, aber man will natürlich auch was haben, was ein bisschen Coins mitbringt. Milito bringt! Ganze! Oh, 50k, bruh. Night Team of the Weekends. Wir ziehen jetzt einfach Neymar tauschbar. Was hält er davon? Zumindest ein über 50k. Oder zumindest, also mindestens groß. Ladi macht dicke Calls. Digga. Und die Calls stimmen. Es ist so gut. Es ist so gerickt. Die Calls es stimmen. Es ist so gerickt, Alter. Hä, hey, man kann so gute so Sachen gerickt ziehen in dem 3-Info-Set. Das kann nicht wahr. Jetzt Icon, das ist krass, stell dir mal vor. Weil du bist jetzt so lange schürfen, da kommt nichts und die zwei letzten werden es sein. So eine geile Rivalry gerade und dann geht er nicht lengthy. Junge, waren die Teaser ja, schon im Video drin? Icon! Ja, ich wollte gerade sagen, es ist auch unrealistisch, dass die nicht mit irgendwas Geiles drin sind. Also die haben noch gefehlt, um es komplett zu machen, dass wirklich jeder was Geiles gezogen hat. Wirklich jeder. Und dann noch eine geile Icon, Mann. Oh Lahm ist fresh. Digga, wie hast du auch GG, Digga, oh GG. Mein Gott, Chat. Oh, dann, guck mal, das hat Frank geschossen. Ja, wieder geflogen. Das sah ja so krass aus, Chat. Das sah ja so krass aus. Alter, 89er Pipsi, der ist so big. Der ist so big. Letztes Pack von den Quali Rewards. 55k Pack, selten. Digga, sogar eine Quali Rewards zieht er gute Sachen. Quali hat sich gelohnt. Quali hat sich gelohnt. Quali Haaland! Ich darf nicht so laut sein, mein Hals ist schon. Er ist sogar einer der wertvollsten im Video. Obwohl das eine normale Goldkarte ist. Das ist so krass. Junge, was? Was? GG! So ein wilder Pull. Ja! Hero, bitte gut! War bestimmt wenig wert, oder? Ja, ja, aber der ist doch noch okay. Wir haben den Hero Blitz K.O. Jawohl! Ich dachte, das wäre der Torwart, oh, die Flasche. Makis! Barcelona-Legende ist das. Wir haben einen Hero! 150k? Barcelona-Legende. Ich dachte, das wäre der Ocampos da, der Keeper. Ja! Dankeschön! Du meinst, letztes 50k. So, Marquez kostet ja 150k und Ernie zieht jetzt. Was? Was? Einen genüssigen Ronaldo. Siu! Ja, Alter! Ich glaube, er hat den halt jetzt Woche 2 gezogen, ne? Wo Ronaldo kein Rulebreaker mehr war, aber ist trotzdem sehr, sehr, sehr wild. Halbe Million, Digga. Und Ronaldo ziehen einfach. Yes. Nein. Das reicht. Nein. BVB-Trikot hätte Ronaldo gestanden, ich sag ehrlich. Was? Ey, da hab ich gar nicht. Wer da hingegangen, kommt der Ronaldo her? Hätte fresh ausgesehen. So, ja, mal wieder Broski.
Ey, ist aber strong. Ist aber sehr strong. Aus dem ersten Team of the Week, ich nehm's mit. Cool, das ist geil. Bruder, das ist sehr strong. Hey, war das dieses komische Info-Pack da oder was? Aber ein Fede bei Erde, was kostet der? Das ist mega gut. 200k plus. Ja, aus dem Alter, Pack? Ich hätte nicht gedacht, dass er noch so viel kostet. Weil der ja 300 Millionen Special Cards schon hat. Okay, ey, aber das ist strong. Das ist strong.